Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. Ja, ich hoffe, dass sich meine Laune gerade ein wenig in Grenzen hält, weil eigentlich wollte ich Lost Ark aufnehmen, beziehungsweise zum zweiten Mal aufnehmen. Und ja, das wollte ich dann alles in der ersten Folge letztendlich erklären. Leider kam mir dann allerdings eine Wartung dazwischen. Natürlich genau an dem einzigen Tag, wo ich Zeit habe aufzunehmen, muss dann gewartet werden. Und natürlich genau bis ungefähr zu dem Zeitpunkt, wenn ich wieder los muss. Ja, so habe ich mir das angetan und nochmal God of War angemacht, was natürlich sich schlimmer anhört, als es ist, weil ich spiele dieses Spiel sehr, sehr gerne. Ich bin nur gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen genervt. Aber ich hoffe mal, dass sich das jetzt ergibt in der Zeit, während wir jetzt hier spielen. So, hier haben wir schon, direkt hinter dir. Schon wieder ein Rätsel. Gut. Ja. Ich bin bereit. Ja, ich wäre auch bereit, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt wissen würde, warum ich jetzt gerade nicht ausweichen. Ach, da ist die Ausweichtaste. Okay. Nein, ich bin ausgewichen. Blöd, Mann. Oh, was ist das? Alles klar. Ist man einmal, hat man dann mal nicht mehr gespielt. Für zwei Tage oder so. Und schon weiß man gar nicht mehr, welche Tasten man drücken muss. Dann kommt noch einer. Ah, ja, ja. Oh. Ja, ich muss wirklich aufpassen. Das ist richtig. Ja, genau. Wenn man schlägt und ausweicht, das ist ja nichts für mich. Ich weiß, ich weiß. Ist zu weit weg, oder? Krieg ich so nicht. Nicht mit mir, mein Freund. Fertig. Ja, fertig, genau. Ich bin gerade fix und fertig. Ich bin eigentlich beim komplett anderen Spiel und ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was ich wie wo steuern muss. Oh Gott, ich brauche erstmal ein paar Minuten, um wieder in die Steuerung reinzukommen. Eieiei. Jetzt ist es natürlich auch noch so kompliziert gewesen die letzte Zeit, weil immer mal wieder die Handwerker da gewesen sind. Dann kann ich nicht aufnehmen. So wie es aussieht, ist aber endlich gefunden. Ach, hier ist auch noch was. Endlich der Grund gefunden, weshalb sie immer wieder aufgetaucht sind. Das heißt, drückt mir die Daumen, dass es das letzte Mal ist, dass die jetzt hier was machen. Okay, das ist die Rune. Bringt uns das irgendwas? Hm. Da oben ist auch noch eine Kiste, da kann ich auch noch hin, sehe ich gerade. Ich weiß nicht, ob die Rune uns jetzt irgendwas bringt. Da können wir auch hoch. Oh, jetzt dachte ich gerade, da sitzt einer. Oh Gott. Eieiei. Okay, also. Warum heißt das eigentlich Hacksilber? Weil wir immer da reinhacken, bevor wir das Silber holen, oder? So, er steht hier schon. Passenderweise. Das Problem ist, das ist eigentlich unser Ziel. Und ich würde gerne das Rätsel hier vorne lösen mit der Rune. Ah, Moment, da ist auch noch was. Sehe ich gerade. Ja, ist ja okay. Du kriegst es wieder nicht hin. Hallo? Schieß. Wer? Was auch immer. Aber das ist nur. Ah, Moment. Bin ich jetzt. Moment. Jetzt bin ich etwas verwirrt. Das ist jetzt das gleiche Symbol, was wir unten, glaube ich, auch hatten, oder? So, jetzt haben wir das Wasser. Okay. Also wir müssen anscheinend noch ein drittes finden. Hier müssen wir den ausschalten. Und beim dritten müssen wir jetzt das umgedrehte B sozusagen ausschalten. Aber wo ist der? Oder ist der tatsächlich da oben? Aber bevor ich da rumgehe, möchte ich mich hier ehrlich gesagt nochmal kurz umsehen.
Weil ich will jetzt nichts auslösen, dass wir da durchgehen und dann hätten wir doch vorher was machen sollen oder so. Kann man hier noch was machen? Weil da oben ist ja, wie gesagt, dann der Pfad, wo wir tatsächlich hin müssen. Hier ist alles... Ist hier eigentlich noch was drin? Ja, noch ein bisschen Silber. Hier kann ich aber auch nicht... Doch, Moment, da ist ein Totem. Können wir mal eben schauen. Okay, was ist das jetzt da? Das ist verschlossen. Kann ich anscheinend nicht kaputt machen. Ich glaube nicht, dass das klappt. Ja, ja, das habe ich auch gerade festgestellt. Aber danke für den Hinweis. So, Moment. Wir sammeln natürlich das Silber mit dem ein. Kann ich da jetzt rangehen? Ach so, Moment. Ist das das Gift, was da hinten ist? Ist das auch hier vorne? Nee, das geht nicht weg. Das hört sich aber irgendwie nicht gut an. Ich kann das da auch nicht freiräumen. Okay. Boah, das ist aber ganz schön heftig, das Gift. Okay, ja. Ist jetzt die Frage. Da oben werden wir wahrscheinlich dann nachher noch hingehen. Frage ist nur... Hierfür muss es eine Hilfe geben. Ja, dann gib mir doch mal eine Hilfe. Das wäre ganz toll. Das ist nämlich zu, da kann ich nichts machen. Kann man da vielleicht irgendwie einen Hinweis kriegen? Auch nicht. Kann ich da einmal drauf schießen oder so? So aus Aggression, weil ich nicht weiß, wie das funktionieren soll. Tja. Warum steht der Idiot auch mitten in dem Gift drin? Ich verstehe es trotzdem nicht. Da ist auch nichts, was uns irgendwie weiterhelfen kann. Ich hätte das aber schon gerne geöffnet. Ich gehe jetzt erstmal nochmal hinten gucken. Achso, ich kann ja laufen. Ich habe schon wieder alles vergessen in den paar Tagen, die ich nicht aufgenommen habe. Mein Gott. Wir schauen mal. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir hier weitermachen. Sondern sag mal, dass wir. Kommen wir dem Berg denn näher? Tun wir. Ich will dem Berg aber nicht näher kommen. Ich will dieses Ding machen. Dich mag ich nicht. Du sollst woanders hingehen. Aber vielleicht sehen wir von hier oben... Moment, da ist noch... Ah. Cool. Aber hier ist jetzt so nichts, was wir... Ich dachte gerade schon, es hört sich hier so an, als ob da gerade einer kommt. Wie ich das hasse. So, irgendwo ist das Zeug gerade runtergefallen. Die Frage ist nur, wo? Da haben wir schon geplündert. Ist das hier das? Ich glaube ja. Da kann man auch nirgendwo hochklettern. Wieso ist der hier eigentlich immer noch am Husten? Geh mal weg da. Lass mich heilen. Kann hier irgendwas... Ah, nicht so wirklich. Er ist sich hier einfach am Lagerfeuer am aufheizen. Was soll das denn? Ist doch warm genug. Kann man auch nicht auf die andere Seite... Da ist nur noch das Totem. Also entweder bin ich jetzt blind oder ich check's gerade irgendwie tatsächlich nicht. Hier vorne ist ein Ding, da oben ist ein Ding. Da ist noch ein Totem, was ich jetzt von unten gerade... Ah, ich bin so doof. Ah. Okay. Ist jetzt die Frage, reicht das oder müssen wir da drin noch was machen?
Okay, das ist noch nicht drin. Wahrscheinlich müssen wir vorher irgendwas machen, nehme ich mal an. Dann... Das hört sich immer so komisch an, als ob da irgendwelche Gegner drin sind. Ja, und nun? Jetzt ist das frei, aber ich kann ja trotzdem nichts machen mit der Axt, oder was? Oder wie? Oder muss ich das oben einfrieren? Damit das überhaupt sichtbar ist. Das kann natürlich eventuell sein. Das probieren wir mal aus. Ah. Ja, sie haben einen von drei Hörnern mit Blutmet gesammelt, die sie zur Erhöhung ihrer maximalen Rage benötigen. Okay, das hört sich nicht schlecht an. Horn mit Blutmet, sieht doch schön aus. Ist ein seltener Trank, der die Rage verstärken soll. Man findet die insgesamt 9 Hörner in magisch verschlossenen Truhen in der Welt. Für jeweils 3 gesammelte wird die maximale Rage erhöht. Okay. Gut, dann haben wir das Rätsel wenigstens endlich mal gelöst. Hat auch nur 10 Minuten gedauert. Ach nee, da hinten, ja, Ehrlich gesagt bin ich gerade ein bisschen angepisst, dass ich das Rätsel da hinten an der Ecke nicht lösen kann. Aber ich wüsste auch nicht, wie ich das machen sollte. Deswegen gehe ich jetzt doch erstmal hier weiter. Und werde wahrscheinlich nie wieder zurückkommen, so wie es aussieht, aber naja. Es nervt mich halt, weil es ist eine große Truhe, ne? Die will man natürlich alle mitnehmen. Oh, das war so klar. Wieder so ein Viech. Huha, genau. Wo ist die hin? Hallo? Blödes Vieh, wo bist du? Okay. Er möchte nach da. Das heißt für mich, ich gehe erstmal nach da. Ich glaube, sie ist ja auch nach rechts weg. Aber hier ist auf jeden... Was wird das? Hier ist auf jeden Fall noch eine Truhe. Die nehmen wir jetzt diesmal aber mit, wenn wir die öffnen können. Ich hoffe, ich stehe jetzt hier nicht drin. Da. So. Sie wollte nicht, dass das jemand öffnet. Ne? Denke ich auch. So, im Menü anzeigen. Geheimarmschienen. Weniger Glück, weniger Stärke. Dann bringen sie mir auch nichts. Größere Abklingzeit. Bringt mir ja nichts. Wer hat sich denn den Quatsch hier ausgedacht? Stehe ich auch noch zu nah dran? Ich glaub's nicht. Okay. Ich weiß zwar nicht, wo der Kleine gerade ist, aber ich finde es gut, dass der mir immer ins Ohr flüstert, was eigentlich Sache ist. Ach, da hinten ist er. Der ist gar nicht mitgekommen. Na toll. Ja, lauf du mal durch, kein Thema. Boah, dann halt mit kurzen, schnellen Schlägen. Ja, wenn ich sie sehe, da. Schieß. Schieß, Junge. Ach, lauf doch mal dahin. Das sah jetzt cool aus. Okay. Kann ich meine Axt wieder haben? Das ist das Gebiet da hinten, ne? Die Frage ist, müssen wir jetzt nach rechts oder müssen wir jetzt nach links?
Ja, habe ich schon verstanden mit der Karte. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Kann man nicht so richtig sehen. Okay. Lass mich doch einfach mal hier raus. Ja, ich möchte es beenden. Wieso nimmt er das Beenden jetzt nicht an? Hallo? Ich möchte hier raus. Ach, weil ich fortfahren drücken muss. Das ist so ätzend, dass man da nicht einfach abbrechen nutzen kann. Also, hier kommen wir in eine Höhle rein. Was ist denn hier eigentlich? Hallo? Haben sie uns hier eingesperrt oder was? So, dann schauen wir jetzt hier nochmal. Da kommen wir demzufolge auch in die Höhle rein. die Frage ist nur... Ja. Da oben ist ein Totem. Also ich würde ja normalerweise immer erst nach rechts gehen. Aber da ich denke, dass wir rechts weiterkommen. Hier ist eine Tür. Könnte ich das ist keine Sie Tür. Das letzte Stück den Berg hinauf vielleicht tragen? Ich sagte nein. Warum? Mir bedeutete sie mehr als dir. Was? Ich meinte nur, ich verbrachte mehr Zeit mit ihr. Du warst so oft jagen. Du solltest jetzt besser still sein. Ja, genau, er sollte still sein. Ich will gar nicht hierhin. Leute, ich wollte unten erst noch erkunden. Hier geht's ja hoch. Ich bin auch doof. Ich habe den Feenkompass. Den Hexenkompass total vergessen. Der zeigt mir doch an, wo ich hin muss. Ah. Sarah, ich bin heute ein bisschen verpeilt. Es tut mir leid. Ja, ja, ich weiß. Nicht nur heute. Aber es tut mir trotzdem leid. Was war das? Das weg. Oder kommen wir da vielleicht auch den... Ja, aber da kommen wir doch nicht den gleichen Berg hoch, ne? Mal schauen. Was ist das? Verborgene Kammer? Wir brauchen etwas, um da durchzukommen. Das ist verschlossen. Wollt ihr mich denn verarschen? Ah, jetzt kann ich doch den ganzen Weg nochmal zurücklaufen. Mann, 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 Mann. Ja, was man nicht im Kopf hat, ne? Ach Gott. Okay. Gut. Junge, ich hoffe, du bist noch bei mir. Langsam wird das hier zur Gewohnheit, dass ich hier immer 20.000 Mal hin und her laufen muss. Eieiei. Okay. Einmal hoch wieder. Oh, ich habe meine Fähigkeit aufgeladen, sehe ich gerade. Das ist gut. Sollte das ein größerer Gegner sein? Ich bin mir nicht sicher. Aber es ist auf jeden Fall ein Gegner. Ja, Wölfe. Tut mir leid, Wölfe. Nicht dagegen. Das explodiert nämlich. So, Moment, da hinten ist was Gelbes. Das sieht mir so aus, als ob wir das... Ah, sehr schön. Aber wieso sind da zwei gelb? Das finde ich nicht gut. Aber da kann man nicht wirklich was machen, ne? Ach so, Moment. Ich muss von der Seite? Nee. Hä? Junge, geh mal weg da, sonst explodierst du gleich. Wäre jetzt nur schön, wenn das Feuer weggehen würde. Ich weiß nur nicht, warum ich das jetzt machen kann. Ach, da hinten ist noch eine Truhe, habe ich gerade gesehen. Okay, gut.
So, schauen wir mal. Im Vergleich ist die auch wieder schlechter. Also lassen wir das. So, theoretisch sollte ich wahrscheinlich das explodieren lassen und das dann einfach. Achso, ich sollte vielleicht auch die Axt zurückrufen. Das dann einfrieren lassen, genau. Ha! Dieses Rätsel konnte ich in weniger als 10 Minuten lösen. Und was haben wir dafür bekommen? Leichten Runenangriff. Okay. Angriff des weißen Bären. Okay, haben wir aber nicht genug. Na gut. Gut, sehr schön. Da müssen wir wahrscheinlich nichts explodieren lassen. Das ist nur für einen Kampf oder so gewesen. Aber hier, das müsste doch eigentlich... Ach so, oder so. Oh shit. Vater? Ich befürchte, das war nur der Kleine. Na doch nicht. Oh oh. Wollt ihr mich verarschen? Mach dich bereit. So nicht, mein Feuer. Ja, 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 Kleiner. Greif mal an. Kümmer dich mal lieber darum. Kann losgehen. Gut. Okay, das sah eklig aus. Nein, du sollst angreifen. Ja, genau. Weich bloß nicht aus. Kein Thema. Wer hat das hier gebaut? Keine Ahnung, Kleiner, aber ich hatte gerade einen Riesenschrecken, als ich gedacht habe, dass der ein bisschen wendiger wäre. Eieiei. Okay. Hier haben wir noch was. Haben wir jetzt alles eingesammelt hier, ne? Huh. Ja, dann gehen wir mal weiter, ne? War ja jetzt nicht so. Berggrund. Wow. Deshalb wollte Mutter, dass wir sie hierher bringen. Jawohl. Okay, da kann man nichts einsammeln. Oh, was ist das? Irgendwas Verstecktes? Hier, ne? Doch, eine Truhe. Wie geht das denn? Oder kann ich das... Nee, das kann ich nicht abschlagen, oder? Nee, offensichtlich nicht. Kann man auch nicht mit dem Ding irgendwie... Ob Sinri weiß, dass ein Himmelsträger von Wurzeln umhüllt ist? Eher nicht. Wie will er ihn in Gang bringen? Das ist mir egal.
Da hinten ist wieder was Rotes. Ach, ist Junge, das musst du. Rauch? Ja, der scheint irgendwie auf uns zuzukommen, Kleiner. Bleib stehen, Junge. Oh, was ist das? Wir müssen woanders nach oben. Die Hexe. Wäre sie hier, dann kämen wir bestimmt weiter. Meine Magie ist gegen den schwarzen Atem machtlos und es führt kein Weg vorbei. Odin hat dafür gesorgt. Was tust du hier? Ich helfe euch, eure Reise zu beenden. Du warnst uns erst jetzt. Ich war damit beschäftigt, meinen Freund zu retten. Du erinnerst dich? Der schwarze Atem ist eine dunkle Art von Magie. Ich kann sie nicht bannen. Nur das reine Licht von Alfheim ist stark genug, sie zu durchbrechen. Ein sehr langer Weg. Was bedeutet euch das Ziel? Einfach alles. Folgt mir. Warum hilfst du? Ich bin euch wohl ähnlicher, als ich mir eingestehen will. Vielleicht mache ich all meine Fehler wieder gut, indem ich euch helfe. Oder ich mag euch einfach. Und das mit deinem Freund? Trotz der Sache mit meinem Freund, ja. Wo müssen wir hin? In eine Welt jenseits der euren. Das hört sich irgendwie nicht so besonders gut an. Eine Welt jenseits der unseren. Ja, dann würde ich doch direkt mal behaupten, das ist jetzt die perfekte Stelle, dass wir hier einen kleinen Cut machen können. Und ja, ich habe mich mittlerweile ein bisschen beruhigt und komme auch wieder mit der Steuerung ein bisschen besser zurecht. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen dann den Rest der Reise in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.